und ich bin schon wieder dort, wo meine Geschichte begann. Ich glaube, so langsam sollte ich mich daran gewöhnen, im Knast zu verfaulen. Und alles nur wegen diesem dämlichen Gouverneur Silhard. Schon in meiner Highschool-Zeit hatte er mir alles kaputt gemacht. Am schlimmsten war es beim Abschlussball. Und die diesjährigen Gewinner des Schulballs sind Kerry und der Oblivion Hater. Tu es. Jetzt. Silhard. Wie ich diesen Fettsack dafür hasse. Und jetzt werde ich wegen ihm hingerichtet. Oblivion Hater. Es ist soweit. Ich bin doch noch gar nicht tot. Endlich ist es soweit. Hast du noch irgendwelche letzten Worte, Hater? Ja, habe ich. Silhard, du bist ein dummer Fettsack. Was? So eine Frechheit. Öffne die Falltüre. Ich will ihn hängen sehen. Wir sind dazu nicht befugt. Das muss der Henker machen. Und wo ist dieser scheiß Henker? Da kommt er. Johnny, komm schnell her. Hey Oblivion Hater. Du siehst aus, als wärst du gefickt. Das hätte ich ohne dich jetzt gar nicht bemerkt. Du musst etwas unternehmen. Schnell. Was? Soll ich etwa gegen Pyramid Hate kämpfen? Bist du verrückt? Nein, sprich mit dem Präsidenten. Sag, dass es mir leid tut und er Gnade walten lassen soll. Okay. Ich gucke, was sich machen lässt. Hallo, Mr. Präsident. I am the President of the United States of America. Ich wollte Ihnen nur sagen, dass Sie eine großartige Arbeit für dieses Land leisten. Gott segne Amerika. Tut mir leid, Oblivion Hater. Ich habe getan, was ich konnte. Leb wohl. Na klasse. Das war's dann wohl. Endlich. Moment mal. Was ist das? Los, Wache. Töte dieses Ungeheuer. Sind Sie verrückt? Sehe ich etwa vielleicht aus wie Beowulf? Mr. Präsident, vielleicht können Sie sich noch an mich erinnern. Ich bin Jonas. Ich habe vor 10 Jahren vor Gericht für Sie und gegen den Oblivion Hater ausgesagt. Aber das war ein Fehler. Mein Vater hatte mich damals dazu gezwungen zu lügen, da er persönliche Differenzen mit dem Oblivion Hater hatte. Ich bitte Sie deswegen inständig, dass Sie ihn freilassen. I like cookies.
Ich mag auch Kekse. You like cookies too. Okay. I set the Oblivion Hater free. Was? Nein. Das können Sie nicht tun. I am the President of the United States. Yippie. Los, Jonas. Befreie mich. Siehst du? Ich habe doch gesagt, dass ich dich da raushole. Du hast überhaupt nichts gemacht. Jonas hat mich hier rausgeholt. Ich habe Jonas über Telepathie mitgeteilt, dass du unsere Hilfe brauchst. Nein, hast du nicht. Das lief alles unterbewusst ab. Es ist völlig normal, dass du dich jetzt nicht mehr daran erinnern kannst. Lass uns gehen. Halt! Oblivion Hater! Du bist verhaftet! Was? Warum das denn? Der Präsident hat mich doch freigesprochen. Wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses. Es ist nämlich verboten, nackt an öffentlichen Plätzen rumzulaufen. Aber ihr habt mir doch die Klamotten weggenommen und mich hierher gebracht. Hehe. Ihr verdammten arschverfickten Huren. Ich werde euch allesamt... Und wie lief es? 2 Jahre auf Bewährung. Diese blöden Wichser,